Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Willkommen zurück zu Dust in Elysian Tale. Wir sind hier auf dem Weg nach, weiß ich gar nicht wohin gerade. Was ist das denn da? Das ist bestimmt nichts Gutes. Huch. Hier ist wieder mal ein Schatz. Was suppt denn hier von der Decke runter? Aua. Okay, es tut mir weh. Geh weg. Ah, das tut denen auch weh. Aha, das ist natürlich cool. Sind wir hier in den Abwassersystemen? Kann das sein? Ist ja eklig. Oh nee. Auch noch so was jetzt. Komm. Kotzt sich aus. Und sobald er fertig ist. Wenn das denn springen würde. Manchmal tut er nicht das, was ich will. Niemand tut das, was ich will. Da ist ein Schlüssel. Komm, oh Mann. Der springt aber manchmal nicht. Komm, Mann! Du Pensack, ey! Ah! So, ich gehe jetzt hier drauf und spring jetzt. Mein Gott, geht doch. Muss ich ja laut sagen. Ja, bist du sprachgesteuert. Ist das das Problem? Ach, kein Ausweg, ja. Wir haben keinen Ausweg hier. So, Levelaufstieg, yay! Geben wir Fidget nochmal ein bisschen mehr Kraft. So, sind wir denn überhaupt richtig hier? Ja, wir sind richtig. Wir nähern uns sehr langsam. Hier geht's nach unten weiter. Uah! Danke für das Wandhuhn, liebe Ameise. Danke für die Pilze, liebe Ameise. Dann bin ich vergiftet. Bin ich vergiftet? Nee. Ich nehme zumindest keinen Schaden. Also scheinbar bin ich nicht vergiftet, würde ich jetzt sagen. Mann, dass der immer mit seinem Penis da rausstechen muss. How am I supposed... Ah, ich muss ja nach unten. Ich gehe da gar nicht nach links weiter. Sorry, ich war hier falsch. Ich muss ja irgendwie nach unten raus. Aber wie? Von da kommen wir doch. Gehen wir mal hier weiter. Ah, es hört noch nicht auf. Jetzt hört es auf. Jetzt hört auch das auf. Runter, runter und A. Runter und A. Runter, runter und A. Mein Gott. Das ist alles aufregend. Salü. Ça va. Wow. Okay. Es geht nach rechts und nach links. Nach rechts gäbe es bestimmt irgendwie dann so ein Secret oder irgendwas. Aua. Ah, okay, Moment. Können wir denn jetzt mal diesen einen Ring anlegen? Glanzloser Ring. Ring des Lichts. Ein unauffälliger Ring, der im Dunkeln leuchtet. Ja, viel mehr sehe ich jetzt... Ich drücke springen. Viel mehr sehe ich jetzt auch nicht. Aber immerhin ein bisschen. Geht's hier raus? Nein. Wow. Okay, da kann ich dann da wieder zurück. Wow. Hä? Warum? Ah, da geht's auch weiter. So. Konzentration? Hier war ich doch schon, oder? Nee, hier war ich nicht. Hier ist ein Speicherpunkt. Yay. Hier ist nicht mehr so dunkel. Yay. Und hier kommen die Grubenarbeiter mit ihren Helmlichtern. Das ist sehr gut. Die hätte ich mal am Leben lassen sollen. Da würde ich viel mehr sehen. Wir versuchen die mal am Leben zu lassen. Einfach aus Eigennutz. Ach nee, geht natürlich nicht, weil wir dann nicht weiterkommen. Gna. So, jetzt aber.
Wir sind gleich da. Bei der Fahne. Ich will auch keinen Ausweg. Ich will hier nur diese Viechers töten. Oh, da unten ist ein Riese. Oh, wie lange er in der Luft bleiben kann. Ist ja verrückt. Guten Tag, Herr Riese. Aua. Ich sage ganz freundlich guten Tag, ja? So. Was hast du jetzt davon? Ja, diese laufenden Gebisse. Mr. Bitey. Oh, guten Tag. Wir hatten das lang nicht mehr. Oh, jetzt macht Fidget schon 8 Schaden, damit nicht mehr nur 4. Das ist ja schön. Das sah cool aus. Muss ich mir ja mal lassen. Oh, 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 so kleine. Scheiße, die kann ich jetzt gerade gar nicht gebrauchen. Erstmal die kleinen irgendwie wegkriegen, bevor der dicke da ist. Gut, hat geklappt. Ach, scheiße. Ich mach doch... Manu, du sollst da drüber springen. Huiuiui, okay. So, jetzt haben wir ihn betäubt. Und getötet. Wunderbar. Also Fidget kann, glaube ich, doch ganz schön mächtig werden, wenn wir die nur immer weiter... Aua. Wenn wir die nur immer weiter skillen. Sieht aber schön aus hier unten, muss ich sagen. Wenn nicht diese ganzen ekligen Monster wären. Geht's hier irgendwie weiter? Nee. Hops, hops. Hops, hops. Ein Schatz! Ich wollte eben noch gerade noch gedacht, wir haben lange keinen Schatz mehr gesehen. Hab mir dann verkniffen, das zu sagen, weil ich die einfach alle übersehe. Weil ich einfach immer nur den gewollten Weg lang gehe. Das war einfach. Ah, 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 ah. Guck mal hier. Euch schon, ne? Wir müssen nach unten weiter. Dann schauen wir mal, wo wir da unten landen können. Boing. Oh, ein Safe-Speicherpunkt. Das ist sehr gut. So, dann schauen wir mal, ob wir hier noch was kaufen können. Bisschen Nahrung, bisschen Nervennahrung. Ja, ja, hallo, hallo. Was ist das denn eigentlich? Schaldulbagi. Aha. Kostet beides 480. Wir müssen mal die größeren holen hier. Da können wir nicht mal 10 von kaufen, aber wir kaufen erstmal 5. Your transact? Ja. Ja. Ich passe auf mich auf. Natürlich, natürlich. Ah, ich könnte mal wieder was verkaufen. Jetzt nicht mehr. Hallo, wer bist du denn? Who are you? Who are you? I am Dust, and this is Fidget. We came from Mudpot seeking the one they call the Lady. Their springs have dried up, and I'm here to find out why. You would dare enter my domain and question me? Yes, the waters have stopped flowing. I was the one to stop them. Aber warum? Be careful, Dust. I do not believe she's used to being spoken to so casually. I meant no disrespect, I am Lady Tethys, and you will refer to me as such, with the courtesy reserved for all powerful beings of the realm. Okay, Dust, maybe you should dial it back a bit. She's getting pretty ticked off. Uh-huh. Lady Tethys, the Mudpots need your help. One of them is already close to death, but your healing waters could save his life.
You, a surface dweller, would dare to question my actions? Who do you think you are, ordering me to release the waters of life? I would question the motives of any creature, deity or not, that would let their subjects perish without reason. I have felt the endless conflict as my waters ebb and flow through your land, surface dweller. I see this water satisfying the thirst of a creature much like yourself. A killer with a broken soul. A creature like me? You mean... He leads a great army across these lands, spilling innocent blood and using my waters to give life to his campaign of hatred. I stopped the water so I could stop the violence. Okay. But you are punishing innocents and guilty alike. Your own followers in Mudpot will die without that water. If their deaths are required to save this world, that is a sacrifice I am willing to make. You speak in petty terms. A person, a family, a village. Their deaths, same as yours, are insignificant to the greater good. I sense a terrible danger, Dust. Prepare yourself. Uh-oh. I have seen where your path ends, Lady Tethys, and I will not let you succumb to the same fate. Too many innocents have died already thanks to Geis's campaign. So be it, surface dweller. Uh-oh, sie wird böse. If you raise your sword against me, then prepare to have your accursed soul ripped from your body and purged in these holy waters! Aua! Aua, ach, da unten sind auch noch Stacheln. Ach, scheiße. Okay, ich muss mal eben... Danke. Ich muss mal eben mir hier was reintun. Wir nehmen erstmal die. Aua! Aufhören, nicht überall rum zu beamen hier. Ah, scheiße, Mann. Boah. Okay, ich muss noch mal eben... Entschuldigung. Ich muss noch mal eben hier was anderes reinnehmen. Gut, dass wir eben noch ein bisschen gekauft haben. Scheiße, aber das, doch, das schaffen wir doch niemals. Okay, wenn die da so ausholt, dann sollte ich nicht in der Nähe sein. Scheiße. Da spreche ich es gerade noch aus und dann haut die mich kaputt. Ist das das hier? Ja, 21%. Sind wir jetzt nochmal vor dem Laden. Aber wir sind hier sogar nochmal. Okay. Runter. Runter. Hier ist der Laden. Also, wir verkaufen jetzt erstmal ein paar Sachen. Ja. Du bist hier, genau. In den Verkaufsmodus wechseln. Verkaufsmodus. Ne, Essen will ich nicht verkaufen. Das auch nicht. Das kann ich verkaufen. Bringt zwar nicht viel, das behalte ich. Das behalte ich auch. Das behalte ich auch. So. Gucken, hat der irgendwas, gibt der irgendwo für mehr Geld hier? Naja. Trollkfinger? Was ist ein Trollk? Huch, oh, das wollte ich nicht. Ich wollte es schon verkaufen. Kaufen wir beide. Dann hat er gleich neues Material da. Steinfühler. Ihh, ist alles eklig. Wir brauchen nämlich unbedingt viel Essen. Hundefell. Freut mich als Hunde-Nicht-Möger. Nein, so schlimm ist natürlich nicht. Ich möchte nur nie einen Hund haben. Aber ich akzeptiere sie als... Oh, da waren fünf. Ich akzeptiere sie als andere Lebewesen. Ich bin kein Hundehasser, ich bin nur ein Hunde-Nicht-Möger. So, wir verkaufen jetzt. So, das reicht erstmal. Was haben wir hier? Schrott. Völlig nutzlos, schnell verkaufen. Dann tun wir das.
Metallschrott. Ah, schmiedbar. Schmiedbar ist natürlich gut. Okay. So, in den Kaufmodus wechseln. Und jetzt nochmal was kaufen. Gucken. Wir können uns 12 Stück leisten. Die nehmen wir auch. Your transaction. Ja. Labert die jetzt nochmal. Kann ich nicht überspringen? I am Dust. Okay. Ja. Kann ich nicht hier irgendwie überspringen? Überspringen. So. Ah, okay. Da muss ich weg. Lauf, Dust. Wenn die mit ihrem Besen da ausholt. Oh, sie holt mir den Besen aus. Geh weg, Dust. Okay, sorry, ich muss mal gerade. Nehmen wir erstmal die wieder. Sie schlägt noch mit ihrem Besen jetzt nicht mehr. Ah, der Besen. Der Besen, geh weg. Der Besen ist weg. Der Besen kommt schon wieder. Scheiße. Schon wieder mit ihrem Besen da zugange oder was? Aua, was ist denn das hier? Ah, der Besen, das. Ich muss noch mal schnell. Der Besen, das. Ah, jetzt macht die den Besen wieder weg. Der Besen, immer wenn ich nahe komme, macht die den Besen. Kann das sein? Könnte das etwa sein? Das wäre ja eine ganz schöne KI, du. Weg. Scheiße. Jetzt esse ich die ganze Zeit diese Dinger, weil ich eigentlich nur ausweichen will, aber immer die falsche Taste drücke. Voll nicht lustig. Scheiße. Steh auf. Nein! Warum hüpfe ich denn da hin? Aber diesmal sind wir, glaube ich, ganz gut dabei. Lauf weg. Scheiße. Ah, nein. Scheiße. Ist was? Haha. Okay, Mann. Wir haben sie bald. Wenn ich irgendwie wieder hochkommen würde zu ihr. Ah, nein. Huiuiui. Ah, scheiße, jetzt fall ich auf die Dinger da. Yes. Wasser des Lebens. Booyakasha. What have you done? Dich getötet. Now some sense into you, I hope. I feel the darkness slipping from her soul dust. We have done it. She is now safe. Dunkelheit? Are you all right, Lady Tethys? What is this darkness Aura speaks of? I saw what your general was doing. I could feel the souls of all the innocents he killed screaming for help. And I succumbed to that darkness. That desire for justice, no matter the cost. Justice must be tempered with mercy, Lady Tethys. Otherwise, it is nothing more than revenge. I must apologize, Dust. I see now that you wield one of the blades of Elysium. Had I noticed before, I would have treated you with more respect. Hättest du mal besser hingeguckt, Alter. I will explain later.
We have other, more pressing matters at hand. I know you feel like you are doing the right thing by holding back the waters, but Mudpot needs them now more than ever. Oh, the waters, yes! I only hope it's not too late. Indeed. Though your motives were noble, lauter? Achso, lauter. Ja, okay. Macht Sinn. Already I can feel his army's footsteps. They travel north, into the mountains. Then we gotta hurry. Ginger was on her way there too. Oh ja, Ginger. Before you go, perhaps I can repay you for freeing me of my madness. At the base of the northern mountains, there is a grand estate. The baron of these lands is a man named Kane. He knew your general. And if you help him, he will be willing to assist you in your quest to end Gaius's campaign. Woher weißt du das denn überhaupt? And how do you know all that? Because I am attuned to the life thread, my dear. Ach so. I can sense all life through the waters I send to the surface. Now, more than ever, I can feel the despair that all surface dwellers feel because of your general's hatred. He is not my general. Genau. Perhaps not now, but I can see you were once very close to this general guy. Wir sind bestimmt sein Sohn oder so. See into my past? Your soul is fragmented, like a shattered mirror. I can only see reflections in the broken pieces, and what I see makes little sense, even to me. There are powerful forces at work within you, Dust. How a living creature could carry such a shattered soul is beyond my understanding. However, that doesn't matter now. She's right, Dust. If we're going to speak to this Baron guy, we need to get moving. Parun Fritz. Apologies, Lady Tethys, but we must make haste. There is a villager in Mudpot who is very close to death. I can feel it now. His life force is very weak. How could I let this happen? What? What have I done? We've no time to waste. Is there a shortcut back to Mudpot? Yes, of course. Right through here. Though I fear you may already be too late. Nein! We'll get there in time. Just you wait and see. I hope so, Fidget. Goodbye, Lady Tethys. Goodbye, Dust. And good luck. Okay. Damit haben wir Lady Tethys befreit. Du bist mit der Herrin Tethys einig geworden und sie hat den Strom des Mineralwassers wieder zum Fließen gebracht. Kehr nach Schlammingen zum Bobru zurück. Ich bin mit ihr einig geworden. Ja, so kann man es auch nennen. Wir haben die Scheiße aus ihr rausgeprügelt und es ist wieder bei Sinnen. So könnte man es eher bezeichnen. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude, Freunde. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüsschen.